Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Weiter geht's. Habe ich eigentlich schon... Ne, Moment. Ja, habe ich. Na, ich wollte eigentlich die wechseln. So. Wo muss ich da jetzt nochmal hin? Ah ja, Kerker von Irisil. Da muss ich hin. So. Alt erstmal gewechselt. So, ihr folgt mir nicht. Oh, Brenneisen. Danke dafür. Eine Waffe, die ich nicht brauche. Ich gehe jetzt nämlich praktisch zum geheimen Gebiet. Das hier ist. Ich glaube, das da oben ist der Ort, wo ich hin will. Hier ist alles so ziemlich grau. Alles. Und aus Stein. Ja, ja, du bist fast leer, ich weiß. Ja, den Gegner hatten wir schon einmal gesehen. Einmal. Blitzender Edelstein brauche ich nicht. Ja, die können Fernkampf. Moment, hier lag da noch was. Hier. Heimatknochen, okay.
Oho, oho. Ah, jetzt kommt er an. Genau dann werde ich gerufen. Die Gegner sind nicht gerade ohne hier. Deren Kombos, und wenn das ziemlich viele sind, soll ich mich einmischen? Oh! Ist da noch irgendjemand? Okay, ich habe erst gerade gedacht, das wäre eigentlich einer, der gerufen wurde, aber nein, ist es gar nicht. Das war einer, der praktisch sich getarnt hat als... So, da liegt was. Will ich haben. Hier liegt... Man sieht kaum, ob irgendwas liegt oder nicht. Alles ist grau. Alles. Musste man alles grau machen? Oh, die sind nicht Brocken. Kann ich gebrauchen. Au! Das ist ein großer davon. Und die sind die schlimmsten.
Deswegen! Danke für die große Dynamitscherbe. Die Kombos, die die Großen raushauen, sind ganz schön übel. Und es gibt noch einen Gegnertyp, der noch nerviger ist. Noch nerviger als die jetzt. Die waren ja nur mit einem Groß... mit einer Großaxt. Die anderen haben eine Waffe, die ist nerviger und haben eine große Reichweite. Eine ganz große Reichweite. Peak! So, jetzt kommt ein Bosskampf mal wieder. Und der ist gerade nicht so einfach, weil es kein richtiger Bosskampf ist, sozusagen. Es ist ein Boss, aber es ist kein Boss. Hallo! Alter Lindwurm! Erstmal hole ich mir die Sachen hier. Blut! Danke, brauche ich. Na, danke für den Ring. Einmal einen vorbei, bitte. Schnell, 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 schnell. Au! Ah, Blitzurne. So, weg mit dem hier. Du versperrst mir nicht mehr den Weg. Ich habe nie geguckt, ob hier was ist. Okay, hier ist nichts. Schnell durch. Au! Was? Das Feuer war doch schon längst weg. Hallo, du da. Du bist gleich tot. Wenn er mal zu mir kommen würde. Nur so geht's auch. Jetzt hier hin. Ich will das hier haben. Oh, Schlangenmenschen-Handball. Danke für deine Waffe.
So, weg mit denen hier. Und ich sehe dich da. Hallo. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Denn der nächste Gegner ist mal wieder ein großer. Und die sind natürlich die harten Brocken. Komm her. Außer wenn man die ganze Zeit betäubt und so. Dann können sie überhaupt nicht reagieren. Also die da sind das Problem. Bis halt der Große da. Blitzbolzen. Wie handhabe ich das jetzt? Bei Bogen habe ich nicht. Oh, Au! Und dieser Homing. Das hat diese zielsuchenden Feuerbälle. Vor allem muss ich auf den da aufpassen. Der muss nachkommen und nicht einfach in der Ferne rumhocken. Und seine Axt werfen. Kommst du her? Deswegen ist sie gefährlich. Au! Von hinten? Ich wusste nicht, dass sie diesen Move können. Und besser, dass sie diesen Move auch nach hinten machen können. Ja, den Move, glaube ich, konnten sie. Das weiß ich. Ja, stimmt. Erinnere ich mich wieder. Aber ich wusste nicht, dass sie das nach hinten tun können. Das wusste ich jetzt nicht. Weil sie das bisher noch nie hingekriegt haben bei mir. Und das noch nie richtig gemacht haben. So.
Der eine hat was verloren. Schon wieder die Waffe? Nimm das. So, diesmal ein bisschen besser aufgestellt, sodass ich nicht weiter mit einem Schlagkombo erledigen konnte. So, zweihändig. Ich glaube, zweihändig ist besser. Der hinterlässt immer etwas. So. Neuer Versuch. Komm her, komm her. Los, komm. Komm, put, put, put. Au. Was tust du da? Ja. Au! So, endlich! Der da hinten kriegt jetzt sein Fett weg. Mir reicht's mit dir. Ich erwisch dich jetzt. Oder das Feuer. Komm her. Komm her. Was wartest du denn so lange? Jetzt schnell da hoch. Und jetzt schnell hier lang. Was ich mir jetzt erstmal hole, ist das da hinten. So, wieder mal zwei Funkel-Titanit. Mit der glitzernde Titanit. So, jetzt nicht springen, denn dann bin ich verfehlt und werde sterben. Ein. Mit einem Schlag tot. Anders kann man den auch nicht machen.
Doch, an, das kann man eben machen, nur das würde ewig dauern. Das würde so richtig ewig dauern. Und dafür ist schon die Zeit etwas zu schade. So, Feuerband schreien. Ich habe wieder Seelen zum Ausgeben. Und so ziemlich viele. Ich glaube, das sind 3 Level. Es sind sogar nur 2. Moment. Farewell, Ashen. Daran kann ich was drehen. Aha. Ashen One. Welcome, Aspie. Very well, then take. Wir sagen. Ich habe 3 Slots. Welcome. Very well, then take. Ich würde sagen, ich stecke etwas in Stärke rein. In Zauberei. Und etwas in Glauben. Jetzt habe ich auch wieder ein paar Funkeltitanite. Ich habe überhaupt keine kleinen Titanitscherben? Okay. Kann ich ändern. Ashen One. So, jetzt werde ich erstmal für meine nächste Folge.
Ja, ich werde erstmal die nutzen. Die Waffe. Kann ich aber nur zweihändig nutzen zurzeit. Ja, so geht's auch. Ich will meistens wahrscheinlich die hier nutzen. Die Waffe hier. Die andere ist nämlich noch etwas schwach. Aber ich will diese Waffe auch mal nutzen. Ich mag die Rauchritter. Das Rauch-Ultra-Großschwert. Warum heißt das nicht Rauchritter-Großschwert? Okay. Vielleicht wurde es umbenannt. Von Dark Souls 2 zu Dark Souls 3. Weil das Schwert gab es schon in Dark Souls 3. Ich meine 2. Da gab es schon. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.